Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, beim Bericht, der eben abgegeben worden ist, erwarten Sie von mir jetzt sicherlich nicht viel Lob. Es gibt sehr viel zu kritisieren. Ich bringe es mal auf den knackigen Punkt. Es war sehr, sehr wenig Kontrolle vorhanden. Im Grunde genommen wird die Kontrolle gerade mal so simuliert, dass der oberflächliche Beobachter glaubt, da findet eine statt. In Wirklichkeit findet gar keine statt. Es war faktisch mehr so eine Art kleiner Verfassungsschutzbericht. Die Kommission hat ja auch gesagt, dass ihr die Berichte zweijährig viel zu wenig waren. Und vielleicht hat sie dann eben die Gelegenheit genutzt, hier nochmal einen einzuführen. Weitere Punkte, auf die PKK eigentlich hätte eingehen müssen, das ist das Verhalten des Präsidenten des Verfassungsschutzes. Seine Eigenschaft zur, ich sage es jetzt mal ganz vorsichtig, Gesprächigkeit. Ja? Da werden Gespräche geführt mit Vertretern von Beobachtungsobjekten der eigenen Behörde, zum Beispiel mit Abdel Fattah Lahlou vom Internationalen Islamistischen Kulturzentrum Nordhausen e.V., Beobachtungsobjekt des Thüringer Verfassungsschutzes. Das ist interessant, was da für Gespräche geführt werden, was für Inhalte da gesprochen worden sind, scheint die Parlamentarische Kontrollkommission nicht im geringsten zu interessieren. Ja, es gibt weitere Punkte, die geklärt hätten werden müssen durch die Parlamentarische Kontrollkommission. Denken wir nur an die Prüfwahlverkündung gegenüber der AfD im September 2018. Seitenlang zitiert der Präsident des Verfassungsschutzes aus einer linksextremen Publikation, die von anderen Verfassungsschutzbehörden selbst beobachtet wird. Peinlichkeit sondergleichen. Ja. Dieser Vorgang ist Thema gewesen von amtsinternen Auseinandersetzungen. Die Belegschaft hat den Kopf geschüttelt, es gab eine Remonstration, uns liegt eine entsprechende E-Mail vor. Die Parlamentarische Kontrollkommission verliert dazu kein Wort, nicht mal Entlastung. Ja? So nehmen Sie Ihr Amt vor, peinlich. Ja? Weiteres Beispiel. Am 16. Januar 2019 war es, glaube ich, traf sich der Verfassungsschutzpräsident Stefan Kramer mit den Spiegelreportern Roman Lehberger und Ansgar Siemens. Also die hat er empfangen bei sich im Amt offensichtlich. Ein Tag später erfolgt die Publikation des geheimen Verfassungsschutzgutachtens zur AfD im Spiegel. Ja, das ist ein Zufall, meine Damen und Herren. Auch dazu keinerlei Hinweis im Bericht der Parlamentarischen Kontrollkommission. Weder belastendes noch entlastendes, weder der Hinweis, dass es geprüft worden ist. Reines Desinteresse. Peinlich, einfach nur peinlich. Und ich könnte zu diesem Thema, also zu den Eskapaden des Präsidenten, noch seitenlang und stundenlang ausführen, aber ich habe dasselbe Problem wie Herr Dittes. Mir reicht die Zeit dafür nicht. Lassen Sie mich mal so ein bisschen in den kleinen Verfassungsschutzbericht mit einsteigen, der jetzt eben abgegeben worden ist. Auch da kann ich natürlich nicht auf alle Phänomenbereiche eingehen, dazu ist das zu umfangreich gewesen. Aber ich habe mir mal einen rausgegriffen, die Reichsbürger. Ne? Die Reichsbürger spielten gerade in den letzten zwei Jahren eine erhebliche Rolle, nicht nur beim Verfassungsschutz, auch bei verschiedenen politischen Parteien. Und die Gefahr, die davon ausgeht, wird ja auch im Bericht der Parlamentarischen Kontrollkommission wieder mal beschworen. Ja? Also da wird von realen Gefahren gesprochen. Allerdings, wenn es dann darum geht, die genauer zu spezifizieren, da wird es dünn, da wird es ziemlich dünn. Da ist die Rede beispielsweise von einem Fund von 50 legalen Waffen und Elektroschockern. Dann wird weiterhin erwähnt, dass es eine Widerstandshandlung bei einer Festnahme gab. Das ist eine Alltäglichkeit in Thüringen, meine Damen und Herren. Also dann habe ich weitergelesen und wurde stutzig. Da war mal was, das hat wirklich, habe ich wirklich gesagt, das ist in der Tat eine Gefahr. Da steht also im Bericht der Parlamentarischen Kontrollkommission, in Schlotheim wurde eine USBV gefunden, also eine unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtung. Herr Walk hat es eben auch noch vorgetragen. Und das hat mich interessiert, da habe ich mir gedacht, okay, das ist schon was. Und habe mal nachgegoogelt. Und dann finde ich einen Bericht der Bild-Zeitung, und da steht dann Folgendes drin. Ich zitiere, nach der Untersuchung des verdächtigen Gegenstandes konnten die Ermittler am Mittag Entwarnung geben. Es handelt sich nicht um Sprengstoff, teilten die Behörden mit, sondern um eine Art selbstgebastelte Batterie. Meine Damen und Herren, in diesem Bericht der Parlamentarischen Kontrollkommission stehen peinliche Fake News. Peinliche Fake News. Denn ich sage Ihnen eins,
In diesem Fall glaube ich ausnahmsweise mehr der Bild-Zeitung als diesem Bericht der Parlamentarischen Kontrollkommission. Was nicht erwähnt worden ist, das sind die Bombenbastler von Saalfeld-Rudolstadt, die mit 2,3 Kilo ETN erwischt worden sind und mit einem Trolley voll Apex-Komponenten. Die Hamas wäre stolz drauf gewesen, ich habe es gestern schon gesagt. Im letzten Verfassungsschutzbericht der PKK stand drin, dass Beobachtungen der linksextremen Szene im örtlichen Bereich ruhend gestellt worden sind wegen Personalmangel. Ja, die weitere Aufklärung hat die Parlamentarische Kontrollkommission offensichtlich nicht interessiert. Und so muss ich einfach sagen, das zeigt exemplarisch dieses Ausblenden linksextremer Gefahren. Insofern muss ich also auch die Parlamentarische Kontrollkommission gegenüber dem Vorwurf von Herrn Dittes in Schutz nehmen. Dieses Ausblenden linksextremer Gefahren, das hat eine ganz eindeutige Tendenz. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, der Beteuerung, dass man sich um die Rechte der Abgeordneten kümmert, wenn es also um die Beobachtung beispielsweise der AfD geht, glaube ich dieser Beteuerung kein einziges Wort. Dieser Verfassungsschutz und auch die Parlamentarische Kontrollkommission haben insbesondere auch durch diesen Bericht schweren Schaden erlitten. Sie sind faktisch demokratisch delegitimiert und sie werden das nochmal, wahrscheinlich heute Nachmittag, wenn wieder die demokratische Kontrolle des Verfassungsschutzes, dieses Inlandsgeheimdienstes hier im Haus von einer Mehrheit verweigert wird. Insofern sollten Sie überlegen, ob Sie an Ihrer Taktik weiter festhalten. Bonusminute ist jetzt auch rum. Dankeschön.